Ja, ich habe vorhin auf Twitter, der Harald hat es mir gesagt, stand wohl schon irgendwo von so einem Foto hier in der Halle ein innovatives Event mit Reihenbestuhlung. Wie passt das denn zusammen? Wir haben uns, als wir über uns Veranstaltungsdesign überlegt haben, auch überlegt, ob wir quasi so ein Element mit reinnehmen. Und dann war aber relativ schnell klar, gerade wenn man jetzt so eine ganz neue Gruppe von Leuten zusammenbringt, macht es Sinn, am Anfang mal so einen Block zu haben, um alle so auf einen gemeinsamen Stand zu bringen. Ne? Weil was sich der eine macht schon 5 Jahre Woll, hat noch nie was von Getting Things Done gehört. Der andere hat LernOS vielleicht schon mal gehört, aber weiß gar nicht so genau, was der Unterschied zu Woll. Und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir das rein. Und dann war so die Überlegung, was für Themen nehmen wir da rein. Und ich habe ja gesagt, ich mache mal am Anfang einfach so einen groben Überflug. Also es ist einfach mal so 30.000 Fuß Flughöhe. Wo kommt es eigentlich her in der ersten Viertelstunde? Und dann nehmen wir aus dem LernOS for You Guide die 4 Hauptkomponenten, die da verbaut sind. Also Scrum für die Agilität, Getting Things Done fürs produktive, effiziente Arbeiten, Objective Key Results für die Fokussierung und Working Out Loud fürs offene, vernetzte Arbeiten. Einfach auch nochmal mit einem Impuls rein, damit das jeder mal gehört hat. Und dann setzt man am Nachmittag auf einer anderen Grundlage quasi auf. Ja, damit will ich jetzt mal starten. State of the Union, also wo stehen wir? Zunächst mal muss ich sagen, ich finde es absolut hammergeil, dass wir heute hier sind, nicht mal ganz ein Jahr, nachdem das Ding so richtig offiziell eigentlich gestartet ist. Also da, ich komme auch im Laufe des Vortrags nochmal drauf, wie da so die Sachen zusammengespielt haben. Ich glaube, das hat ganz viel zu tun, wie auch Veränderungen in Organisationen passiert. Das kann man nicht planen. Also wenn ich vor einem Jahr bei uns in der Organisation gesagt hätte, wir machen ein Camp mit 100 Leuten Anfang 2019 oder Mitte 2019, hätten wahrscheinlich alle gelacht. Aber es hat sich so ergeben und ich glaube, darauf muss man sich einfach einstellen und das finde ich erstmal total super, dass wir das hinbekommen haben. Man hat so gesehen bei den Themen, die wir zusammengebracht haben, unsere Wurzeln, die liegen irgendwie im Wissensmanagement und gefühlt ist Wissensmanagement tot, aber jedes Jahr wieder. Ja. Also das heißt, das wird immer wieder totgesagt, aber letztendlich kommt dann irgendein Trend auf. Auf einmal ist Second Life ein Trend oder Barcamps ist ein Trend oder New Work ist ein Trend oder Working Out Loud ist ein Trend. Am Ende merkt man aber irgendwie, es geht darum, dass wir alle gemeinsam in eine neue Realität gehen. Die kann man vielleicht mit digital vernetzter Wissensgesellschaft beschreiben. Und in dieser Realität müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass wir anders arbeiten, anders lernen, anders führen, anders Prozesse gestalten müssen. Und da glaube ich einfach, dass in ganz vielen einzelnen Töpfen schon ganz viel Wissen da ist, was aber einfach noch nicht zusammengebracht worden ist. Und deswegen freut es mich besonders, gestern ist das Belegsexemplar geschickt worden, Faszination New Work. Da ist ein Kapitel drin zu LernOS, wer reinschauen will, ich habe ein Buch dabei. Und da haben wir mal also Überschrift quasi versucht darzustellen, was eigentlich die Idee ist. Betriebssystem für die Arbeit der Zukunft. Also so ein System, nach dem ich mich organisieren kann auf verschiedenen Ebenen, was dann langfristig versuchen soll, all diese Elemente zusammenzubringen. Ganz kurz zur Geschichte, die ist ja noch sehr kurz. Wir selber als Cognion Akademie sind gegründet 2001 am 21. Dezember. Und wie das dann so ist, wenn man 15 Jahre alt wird, überlegt man sich Anfang des Jahres, was macht man denn zur 15-Jahr-Feier? Und das, was mich die ganze Zeit eigentlich schon umgetrieben hat, war, dass ich gesehen habe, dass wir in ganz vielen einzelnen Projekten einzelne Themen gemacht haben. Wikis, Wissenslernkarten, Community Management, Lessons Learned, Expert Debriefing. Und aber schon bei fast keiner Kundenorganisation, das mal so im Sinne der lernenden Organisation ganzheitlich implementiert war, geschweige denn, dass wir eine geschlossene Dokumentation dazu hatten, weil es einfach alles in einzelnen Projektpräsentationen versteckt war. Und dann habe ich gesagt, na, das, wenn wir das konsolidieren wollen, das dauert ein bisschen länger. Deswegen haben wir gesagt, wir machen so ein 6-Jahres-Projekt draus. Die ersten 3 Jahre, 2016 bis 2019, sind, um überhaupt mal so die Grundstruktur rauszuschälen, aus dem Archiv die ganzen Projektpräsentationen rauszuholen und so weiter. Und da haben wir jetzt auch schon so einen ganz guten Rahmen beieinander. Die zweiten 3 Jahre, also 2019 bis 2022, sind dann dafür da, um wirklich das auch vollständig auszudokumentieren, damit auch die ganzen Materialien da sind. Also wenn man es jetzt mit Linux vergleicht, wir sind vielleicht bei LernOS in so einer Phase, wo man eine Linux-Distribution auf so einer Diskette in die Hand gekriegt hat, ohne Handbuch und noch gar nicht so genau wusste, wie installiere ich das dann jetzt. Ja, also sehr frühe Phase. Wir haben dann in 2017 diesen LernOS-Guide für Organisationen gemacht, damals Version 0.1. Da waren Feedbackrunden auf dem Knowledge Camp und auf dem Corporate Learning Camp. Und da war es so, da war so ein Werkzeugkasten mit dabei, wo eben auf der einen Seite Getting Things Done mit drin war, was wir im Bereich persönliches Wissensmanagement schon sehr lang verwenden in den PWM-Trainings. Da war OKR noch gar nicht so dabei, das war gerade erst so am Hochkommen. Und es war Working Out Loud dabei,
vielleicht erinnert sich der eine oder andere an diesen Working Out Loud Canvas, der dann Working Out Loud Plus Canvas hieß und so. Weil da ist dann was passiert im Zeitraum so Oktober, November 2017, dass sich die Terms of Use von Woll geändert haben. Das konnte man dann auf einmal nicht mehr so verwenden, wie man es vorher verwenden konnte. Ich hatte dann im Juni mit John Stepper eine Videokonferenz, haben wir darüber gesprochen, ob es nicht gut wäre, diese Leitfäden sozusagen offen bereitzustellen, weil jeder so ein bisschen, der eine will das ändern, der andere will das ändern, der andere will es mehr auf Twitter münzen, der andere mehr auf sein Social Intranet. Und John hat aber gesagt, das möchte er nicht. Das hieß dann für uns, dass wir quasi den Fokus so ein bisschen shiften mussten und eigentlich diesen Working Out Loud Teil reimplementieren oder forken mussten. Das heißt, wir haben dann in dem LernOS for You Guide Version 1 sozusagen das nachgebaut, um ein eigenes Übungsset zu haben, was im Prinzip aber eben auch dieses offene, vernetzte Lernen fördert. Das war dann im September, 17. September fertig. Da ist diese LernOS Guide Version 1 erschienen und seitdem quasi im Quartalstakt, also jeden Sprint, zählt es eine kleine Versionsnummer hoch. Also wir sind jetzt eben das, was ihr hier gedruckt auslegen seht, bei der Version 1.3. Dann haben wir auch dieses Expert Debriefing, das ist eine Methodik, um Wissen zu bewahren, wenn Mitarbeiter die Organisation verlassen. Das haben wir dann auch direkt in dieses Format überführt, um das eben auch in verschiedenen Formaten ausspielen zu können, damit es übersetzt werden kann, damit die Materialien alle einheitlich aussehen. Deswegen gibt es den jetzt schon in Version 2.4, im Herbst dann in Version 2.5. Wir haben das auch, das wird jetzt auch nochmal ein spannendes Ding, fände ich spannender, heute auch drüber zu sprechen, das als Wortmarke eintragen lassen, weil wir gelernt haben, dass da sozusagen immer der First Move zählt. Das heißt, der irgendwie einen Begriff als Wortmarke eintragen lässt, der hat ihn. Ne, und theoretisch könnte sonst was passieren, ne, dass es jemand einträgen lässt und sagt, ihr dürft jetzt LernOS nicht mehr verwenden. Wir wollen da aber mit einem Patentanwalt zusammen schauen, da einen sogenannten Community-Markt draus zu machen, also wo eben ganz klar geregelt ist, dass so ähnlich wie die Inhalte unter Creative Commons weiterverwendet werden können, auch dann dieser Brand weiterverwendet werden kann. Also eigentlich genauso das Gegenteil zu einem Trademark, wenn man so will. Genau, und was Leonid erwähnt hat, im März war die Subscribe Podcasting Event. Die haben wir auch gleich zum Anlass genommen, um einen Podcasting Guide zu machen. Den gibt es auch in der Version 01. Da ist der Hintergrund, dass früher schon so ein Wikibook dazu gab. Das haben wir ein bisschen umgeschrieben. Ist jetzt auch in diesem LernOS Optik zur Verfügung. Und den werden wir jetzt auch eben auf einen neuen Stand heben, weil da sind die Inhalte jetzt im Moment auch schon 3 Jahre alt. Ist auch nicht mehr ganz aktuell. Da gibt es aber schon so eine Google Doc Version, wo man entsprechend Feedback geben kann. Genau, so kurz zum Big Picture, LernOS, haben wir gestern Abend im Hardrock Café auch schon kurz diskutiert. Der Untertitel ist ja lebenslanges Lernen und lernende Organisationen. Das heißt, mit diesem LernOS for You wollen wir wirklich fokussieren auf diese ganze Spanne des lebenslangen Lernens von Geburt, aka ab 13 Jahre. Also da war die Motivation so dieses Getting Things Done for Teens, was letztes Jahr rausgekommen ist für Teenager, bis zum Rentenalter oder gar Cradle to Cradle, also bis man sozusagen die Erde verlässt, wohin auch immer. Und dann sozusagen die verschiedenen Arten von Organisationen, wo ich drin bin. Das ist jetzt mal symbolisiert. Wir haben in Deutschland eine relativ konstante Zugehörigkeitsdauer zu Organisationen von 10 Jahren. Also wenn man mal so ein Normalarbeitsverhältnis nimmt, bin ich wahrscheinlich in meinem Berufsleben in 4 verschiedenen Organisationen und dort natürlich in verschiedenen Teams, in der Abteilung, in einem Projektteam, in einem Gremium. Und dafür sollen dann die verschiedenen Leitfäden eben werden. LernOS for You für das lebenslange Lernen persönlich, dann einen für Teams und einen für Organisationen. Das spiegelt sich auch so ein bisschen in dem Logo, was wir uns da überlegt haben, wieder. Sollen eben diese 3 Punkte genau diese 3 Ebenen darstellen. Organisationale Ebene, Teamebene und die persönliche Ebene. Entsprechend eben auch unten drunter nicht fett geschrieben der Change-Ansatz, also eher Bottom-up Grassroots Movement. Soll jeder einfach anfangen können damit, es machen können, ohne dass die Organisation es offiziell einführt. Das Gleiche wird dann kommen. Rot heißt, gibt es noch nicht für Teams. Das wollen wir nächstes Jahr anpacken. Middle-up-down, also dass ich so aus einer Projektstruktur oder einer Abteilungsstruktur heraus anfange, das zu treiben. Und top-down entsprechend, LernOS für Organisationen. Wie kann ich das bottom-up machen? Entweder für die ganze Organisation oder ist die Idee, es auch so zu machen, dass man sagt, wie könnte ich denn anfangen, wenn ich es aus dem IT-Bereich treibe, aus dem Personalbereich treibe, aus der Kommunikation heraus treibe. Parallel dazu eben dann einzelne Leitfäden für bewährte Werkzeuge und Methoden, wo es eben ein paar schon gibt, hatte ich ja genannt. Und die Punkte deuten an, dass es da in Zukunft noch deutlich mehr gibt. Mit Karl-Heinz habe ich angefangen, Barcamp-Guide zu schreiben. Ein Guide für Community-Management ist in Vorbereitung. Und natürlich, auch da könnt ihr sagen, wenn ihr irgendwie Themen habt, die da reingehören, wir bräuchten unbedingt noch einen Guide zu dem Thema, ist das die Möglichkeit, das eben auch mit einzutakten.
Genau, vielleicht zwei Grundgedanken. Das eine ist, ich glaube fest dran, es gibt kein One-Size-Fits-All. Also so dieses, man nimmt ein Buch über New Work und macht es dann genauso, wie es da drin steht. Ne? Deswegen eben dieser offene Ansatz zu sagen, jeder kann die Inhalte frei zugreifen, nutzen, verändern und teilen. Da steckt im Wesentlichen die Open Definition aus der Open-Source-Bewegung dahinter, auch kommerziell. Also das heißt, wenn ihr Schulungsanbieter seid, wenn ihr Berater seid, wenn ihr das irgendwie in eure Softwareprodukte reinbringen wollt, weiß nicht, Robert Vogel ist der da, iRooms da hinten, ne, ihr habt es schon in eure iRooms-Applikation reingebracht. Ne, wenn ihr sagt, eine der Übungen passt mir nicht, will ich ändern, ne, deswegen ist das unter einer offenen Lizenz, dann könnt ihr sagen, die 80% sind cool, nehme ich, Rest mache ich neu, mache ich selber. Ja, das ist sicher auch spannend, sich da so ein bisschen mit zu beschäftigen, wie eigentlich diese ganzen Lizenzierungsmodelle funktionieren. Gibt es das OER-Barcamp, da kann man sich in Tiefe damit beschäftigen. Das Zweite ist, dass ich nicht glaube, dass man auf grünen Wiese die Entwicklung einer Lernorganisation von 0 auf 100 planen kann. Deswegen ist Iteration wichtig. Diejenigen von euch, Carsten weiß ich, war sicher dabei, Benchlearning-Projekt 2012, da haben wir das schon bei Social Intranets gemerkt, dass ich einfach, ich habe eine Vision, ich mache erste Maßnahmen, ich mache Piloten, ich muss die justieren. Petra lacht, du warst auch dabei. Also ich brauche einen iterativen Ansatz, deswegen sind in allen drei Leitfäden quasi Scrum und OKR als Basis eingebaut, dass ich einfach diesen Sprint-Takt bekomme, also diesen 3-Monats-Takt, wo ich genau dieses Iterate and Refine oder Inspect and Adapt, wie es im Agilen heißt, drinnen habe, wo ich sage, ich habe nach wie vor die Vision lernender Organisation, aber ich führe das quasi so nach und nach nach und kann auf Veränderungen reagieren. Die empfohlene Iterations-Sprintlänge ist ein Quartal. Deswegen machen wir auch die Leitfadenveröffentlichungen immer 2 Wochen vor dem Quartalende. Wenn ihr aus irgendwelchen Gründen in der Organisation das anders haben wollt, könnt ihr das natürlich verändern. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Genau, dann sind so ein paar coole Sachen passiert. Es ist ganz viel Feedback und Interaktion aus der Community gekommen. Also zum einen mal, Martin ist hier, Martin Lindner, wir haben viel dran überlegt, wie kann man das formulieren, wie kann man das vereinfachen. Dadurch ist das so in diesen ganzen Volkshochschulkontext gekommen. Gibt es zum Beispiel im November ein bundesweites Webinar, was für alle Volkshochschulen ausgeschrieben ist, zu dem Thema. Dann hat Leonid, Podcasting Assembly und Till sich bereit erklärt, quasi den ersten Circle mitzumachen, da haben wir viel an dem Canvas auch gefeilt, wie der geht. Vorne liegen ausgedruckte Versionen, wenn ihr den mal ausprobieren wollt. Alex hat irgendwann vor Weihnachten angeboten, wenn du so ein Camp mal machen willst, hier gibt es eine Location, also das ist der Telegram-Thread, warum wir heute hier sitzen. Die ganze Sketchnoting-Geschichte hat sich entwickelt mit Karl, der erstmal angefangen hat, irgendwie die LernOS-Webcast zu sketchnoten und dann so die Idee daraus entstanden ist, einen eigenen Sketchnoting-Guide zu machen. Und der Helmut Hönsch, der hat einen Podcast auf dem Corporate Learning Camp gemacht, das sieht man nicht, das ist der Alfred Zedelmeier, aber der hat dann angefangen, quasi so ein LernOS Sprint Begleitbuch zu machen, das gibt es jetzt in gedruckter Form, also ich lege es hier vorne hin, wer reinblättern mag. Für mich ist das irgendwie wichtig, weil das zeigt, sobald man irgendwie so einen Ansatz offen macht und rausbringt, die Leute was mitmachen können, passieren auf einmal 1000 Dinge, die man mit iTools eigentlich gar nicht hätte machen können. Na, und ich glaube, das ist nur der Anfang. Wir werden ja noch ganz viele andere Adaptionen und Ideen und Beispiele sehen, was da noch so passiert. Zum Abschluss, kleine Sneak Preview auf die LernOS für Organisationen. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt, wenn man 9 Mitarbeiter so ein Unternehmen vorstellt, ne, dann zeigt man ihm vielleicht das Organigramm und sagt, das ist unsere Organisation und dann schaut er mal so zur Seite in die Meetings und sagt, was ist eigentlich das Ganze da außen rum und dahinter. Ja, und das soll sich im Prinzip auch in diesem Guide widerspiegeln. Also der soll in der Organisation sehr stark auf der Ambidextrie aufsetzen. Da gibt es von McKinsey dieses schöne Modell. Die vergleichen das mit einem Smartphone und sagen, in einer Organisation brauche ich eigentlich so einen stabilen Backbone mit Struktur, Governance, Prozesse. Das ist da. Und das, was ich dynamisch oben drauf lege, sind die Apps. Ja, und je nachdem, was ich brauche, setze ich Apps ein oder nehme sie wieder weg. Und so verstehen wir eigentlich auch LernOS. LernOS ist nicht die Idee, dass wir da jetzt irgendwie die SAPs und die ganzen Prozessmodelle ersetzen, sondern das legt sich auf die Organisation quasi auf den Backbone drauf und soll dann eben auch die John Cotter-Idee von dem Dual Operating System, also formale, informelle Organisation, mit dem viel mehr Fördern von Netzwerken, Communities eben in den Blick bringen. Da werden wir jetzt im dritten Quartal quasi anfangen dran zu schreiben. Ich denke, bis Ende des Jahres gibt es da eine Version 01 auf jeden Fall. Genau, soweit von meiner Seite, wie ich vorhin schon gesagt habe, es liegt an euch, was da draus wird. Es liegt an euch, wie ihr es für euch nutzt und einsetzt. Deswegen keep calm and rock on und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.